Die Insel Phillip Island liegt nur eine Stunde von der Mornington Peninsula und nur 90 Minuten von Melbourne entfernt. Überqueren Sie von San Remo aus eine kurze Brücke und Sie erreichen ein Paradies für Naturliebhaber. Die bekannteste Attraktion im Phillip Island Nature Park ist die Pinguinparade. In der Abenddämmerung können Sie beobachten, wie ganze Gruppen der 32.000 dort beheimateten Zwergpinguine über den Strand watscheln. Und Sie können auch zu ihrer Erhaltung beitragen. Im Phillip Island Nature Park können Sie sich aktiv am Tierschutz beteiligen, zum Beispiel durch Freiwilligenarbeit oder über das Programm zur Bewahrung der australischen Tierwelt, indem Sie Tierboxen wie diese bauen und uns so unterstützen. Doch die Pinguine sind nicht die einzige Inselattraktion. Besuchen Sie auch das Koala Conservation Center. Über zwei Stege gelangen Sie in die Baumkronen, wo Sie die Koala-Population beobachten können. Unternehmen Sie einen Spaziergang am Cape Willamai und erleben Sie die Brandung oder durchstreifen Sie das Rillfeuchtgebiet, wo einige der über 200 Vogelarten der Insel zu beobachten sind. Bei einem Bootsausflug mit Wildlife Coast Cruises können Sie die größte Robbenkolonie Australiens besuchen, in der über 30.000 Tiere die Seal Rocks belagern. Oder betrachten Sie die Insel aus der Vogelperspektive. Ein Hubschrauberrundflug mit Phillip Island Helicopters ermöglicht einen herrlichen Blick auf die zerklüftete Küste, die Strände und das Buschland der Insel. Nate, how are you? Not too bad. Very good. For a flight? Yep, let's get up in the air. Roger, roger. Phillip Island Helicopters finden Sie auf der linken Seite der Straße, wenn Sie auf die Insel kommen. Die Flüge werden täglich angeboten. Es gibt so viel zu sehen auf Phillip Island, dass Sie nach der Pinguinparade übernachten sollten. Die Unterkünfte reichen von Hotelanlagen bis hin zu Bed-and-Breakfast-Unterkünften und Herbergen. Und es gibt so viele weitere Attraktionen wie die Schokoladenfabrik Phillip Island Chocolate Factory. Ein Zwischenstopp dort ist die perfekte Erweiterung der Melbourne Trio Ausflugstour. Sie kann auch mit einem Besuch der Gippsland-Region und der Sydney-Melbourne-Küstenstraße kombiniert werden.